die wir gegeben haben. Okay, Leserbeschwerden. Anerkennung für die Mauer, fröhliche Geschichte, schämt euch. Okay. Fröhliche Geschichte? Buddy, meine Geschichte über deine Bar hat sicher kein fröhliches Ende. Okay. Ah ne, halt. Schämt euch. Okay. Ach du Scheiße. Nein, das ist mir ein bisschen zu viel zu lesen. Dann gehe ich mal wieder in meinem Anzug. Wups. Klack, 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 klack. Und gehen aus Diamond City raus. Wir haben schon mal den Vordruck gelesen. Das ist ja richtig schön. Ach, wie schön. So. Hallo. Ich springe auf dem Dach rum. Und vor wem rennt die weg? Stampf. So. Ich stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt. Dafür siehst du aber noch ziemlich gut aus, was? Ja, kannst du mal sehen, wa? Ach, halt. Nachts einkaufen? Kein Problem. Diamond City Shop ist halt rund um die Uhr geöffnet. Na, du bist ja auch ein Robby. Ich bin wieder da, um dir nur kurz was zu trinken. Hey, Blechkamerad, bring mir das Beste, was du hast. Kann ich was gehabt? Ein Drink, du Idiot. Ich will einen Drink. Nani Shimaska. Scheiß Maschine. Nani Shimaska. What? Takahashi. Nani Shimaska. Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Okay. Erzähl mir einen Witz. Nani Shimaska. Okay. Ja. Okay. Sag einfach ja, mehr versteht er eh nicht. Okay. Ach, der Arzt ist ja nicht da, ne? Mega Surgery Center. Ah. Du willst handeln? Wir haben immer geöffnet. Ja, alles klar. Ich guck mal kurz auf die Mappe. Ich muss Jamaica Plain. Das habe ich eigentlich schon fertig. Spiel verarscht mich. Öhrchen juckt. Kann ich da eigentlich rein? Moment. Schule. Okay. Detective Valentine. Das machen wir auch nochmal. Moment, was war das im Auto? Achso, das sind Blätter, die durchklippen. Hallo, Bürgermeister. Na? Diese Person ist beschäftigt. Leute, Leute, ich brauche mal eure Aufmerksamkeit. What? Ich möchte kurz etwas zu dem Thema sagen, das euch sicher alle beschäftigt. Dieser widerliche Artikel, den Piper da geschrieben hat. Diamond City ist seit über 150 Jahren vereint. Und es gibt zwei Dinge, die diese Einheit gewährleisten. Zum einen der große grüne Wächter hinter mir, die Mauer, unser Beschützer und Retter, der uns vor dem Schmutz da draußen bewahrt. Und zum anderen unser Glaube an und unser Vertrauen untereinander. Sie haben uns Wohlstand, Sicherheit und Bildung für jeden Bürger gebracht.
Und auch wenn die Zeitung mit dem Finger auf Synths und andere Gespenstergeschichten zeigt, werden wir nicht zulassen, dass unser Vertrauen verloren geht. Ich möchte, dass ihr jetzt alle ganz genau zuhört. Ich bin kein Synth. Ich bin immer noch derselbe Junge, der hier in diesen Straßen aufgewachsen ist, der in einer Hütte am Ufer zur Welt gekommen ist, als Kind von Martha und Patrick McDonough. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen, nur weil die Presse sich hinterhältige Beschuldigungen einfallen lässt. Gott schütze diese Stadt. Gott schütze die Mauer. Redet vielleicht ein Mist. Hm? Okay. Netter Gede-Typ, aber... Naja. Ich habe zu viel zu tun, um jetzt zu reden. Ich bin schließlich der Bürgermeister. Okay. Aber vielleicht bist du auch ein Sünd. Ich könnte dich jetzt von hinten so in den Kopf reinballern. Weißt du? So. Püff. Und dann liegst du tot auf der Erde. Wo sonst? Hey, Abbott. Bei der Arbeit? Nicht die Farbe anfassen. Werde ich nicht. Keine Sorge, mach ich nicht. Gut so. Die Mauer hält die bösen Jungs draußen. Wäre also nett, wenn du sie nicht verschandelst. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Na gut, was gibt's zu tun? Worum geht es? Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Hardware Town? Was kannst du mir über Hardware Town erzählen? Irgendwann sind da Raider eingezogen. Die Sicherheit meint, sie kann nichts machen. Darum geht mir die Farbe aus. Und? Immer noch bereit? Oh, wenn es Raider gibt. Farbe besorgen. Ich bin dabei. Verbindlichen Emma. Dank. Die hauen wir zu Klump. So. Triff Abbott bei der Mauer. Können wir eigentlich die Früchte klauen? Ja, okay. Aber das tun wir nicht. Wir haben genug Früchte. Bei uns zu Hause. Wir könnten jetzt eigentlich noch... Boah, geht der mir auf den Sack. Entschuldigung. Hüpf. Dr. Suns Haus. Deine Freundin sieht nach Ärger aus. Es gibt nur eins, was man im Dugout ihm kaufen sollte, und das ist der Schnaps. Auch mal was essen. Was erwartest du denn so? Ein echter Sohn von Diamond City ist am... Oh Gott, so viele Gesprächsfetzen hier. Man kann sich hier auch ein Haus kaufen. Das weiß ich wohl. Oder so ein Grundstück. Aber, weißt du was? Wir gehen erstmal zu Hardware Town. Warum nicht? Meine Güte. Das Bett sieht auch so ein bisschen schwammig aus, die Textur. Ja, teilweise hat der Rechner wohl Probleme, die ganzen Texturen noch nachzuladen. Vielleicht packe ich das Spiel auch mal auf die SSD, weil die Ladezeiten sind auch ein bisschen lang. Müsste ich mal gucken. Wenn es nicht zu groß ist. Geh rein. Ja, ich war schon drin. Ich wollte nur mal was gucken. Daten, sonstiges. Untersucht das Museum der Hexerei. Was? Okay. Ach, wir
Moment. Tee? Tada! Okay. Wir können was Neues skillen. Was machen wir denn? Charisma. Gehen wir mal auf Stärke. Würde ich fast sagen, oder? Oder Wiederverwerter. Nö, da brauchen wir ein bisschen mehr für. Ich finde die Animation manchmal ganz niedlich. Wir gehen auf Stärke. Komm. Pium. Sind wir wieder ein bisschen stärker und können mehr schleppen. So. M. Hallucinogen. Wo ist Hardware Town? Combat Zone. Jetzt sag nicht. Achso, Museum der Hexerei. Ich dachte schon. Wo ist Hardware Town? Sprich mit Katie. Da. Ach, da ist die Waffenbekloppte. Die Waffennärin. Da ist der Narisch. So, jetzt, Ah, okay, die Straße entlang. Kaputt. Kaputt. Los, go. Scheiße. Jetzt aber. Nein. Los, go. Gleich beim ersten Versuch. Nukulares Material. Gut, die Knifte ist kacke. Hä, wo? Jemand muss ihr helfen. Sie ist verletzt. Ja, ich würde ja gern. Sie wird sterben. Sie braucht Hilfe. Ja, wo denn? Wo bist du? Jemand muss ihr helfen. Sie ist verletzt. Schnell, sie ist hier drin. Hilf ihr. Der Typ hatte ja noch gesagt, hier sind Raider. Kate, was meinst du? Was meinst du? Sollen wir mit rein? Das stinkt so nach einer Falle. Aber wir sind ja leichtgläubig. Sie ist hier hinten, schnell! Genau. Gut, ich habe 22 Schuss. Hey, solltest du doch durch den Keller rein. Pass auf. Und halt dich jetzt gleich. Komm jetzt hier entlang. Achtung. Ach, Scheiße. Hoppala. So, erstmal du, dann du, Timo. Kaputt. Ja, abschauen. Kaputt. Oh mein Gott, ein Mädchen verwöhnt. Ja. Ja, Demo, von dem ist nicht mehr viel übrig. Ach komm. Ja. Das stank doch so nach einer Falle, ey. Klebeband. Her damit. Leeres Kühlmittel. Brauche ich nicht. Irgendwie juckt das gerade bei mir. So im Gesicht. Super günstiger Klebeband. Yes. Oh, geil. Irgendwann wird dir der Saft ab. Das
dich verpisst, was? Nö. Kuckuck. Wo bist denn du? Hallöchen. Oh, Stimpack. Patron. Hast Angst, was? Fusionskern. Solltest du auch haben. Daddy-O. Okay. Chat. Immer diese scheiß Drogen. Oh. Wenn du was bauen willst, ist das hier der richtige Ort dafür. Ja, aber erstmal will ich den Typen da ein bisschen... Wow. Kong Kong. Fancy Lebkuchen im Puppestuhlen. Ey. Unterhemd und Jeans. Sportkleidung. Nein. Gott, da brauche ich nichts von. Da ist ein Medizin. Medizin. Medizini. Oh, wer kennt das noch? Medizini. So, die sind ja alle nackig, ne? Verkäufer. Die haben sie da einfach reingeschmissen und verrotten lassen. Was für Penner. Klebeband. Sonst noch was hier drin? Nein. Kuckuck. Der Umzugsmann ist da. Zollstock. Könnte ich einen vielleicht ein bisschen was auf die Fresse hauen, aber... Heititititai. Da ist Wasser. Hier ist ein Haufen Klump und Zeugs, aber mehr nicht. Oh. Nein. Hey, Profi. Was will es? Klebeband. Tja, bei dir sah das nach einem Kinderspiel aus. Da, siehst du. Was zum Teufel war das? Endstation! Am Arsch, mein Freund. So. Oh, ich dachte schon, der Typ, der... So. Fertig. Oh, ein Haufen Ventilatoren. Cool. Gibt's hier eigentlich auch noch Comichefte oder so? Voll der Müll. Achso. Oh, Kong Kong. Da gibt's Kong Kong. Hilfe, du musst sie retten. Ah, nö, am Arsch. Blast Radio, was ist das? Froschschutzmittel. Wie komme ich da denn hin? Ich gehe erstmal nach oben. Gibt's hier noch was? Tür. Noch eine Tür. Ausgezeichnet. Yes! Oh, geil. Okay. Ventilator, her damit. Sofa ist kaputt. Parkklammern!